tauscht er jedes Wort. Zu jeder Zeit, ob Tag, ob Nacht, egal an welchem Ort. Er steht stets auf der richtigen Seite, ist politisch stets korrekt, konditioniert auf den Gehorsam, sodass er selber gar nichts checkt. Sein Rückgrat ist verbogen, sofern er noch eines hat. Mit der Haltung des Lakaien schreitet er zu guten Tat. Er ist ein Überzeugungstäter, jeden Tag eine gute Tat. Er hofft auf eine Festanstellung an einem besseren Tag oder sogar die Verbeamtung mit Alimentation. Er erwartet für sein Handeln doch nur den gerechten Lohn. Er hasst deine Ehre, weil er selber ehrlos ist. Er hasst deinen Mut, weil Angst durch seine Adern fließt. Er handelt nur verborgen bei allem, was er macht. Er wurde im System geboren, es hat ihn hervorgebracht. Er wurde geboren, um zu dienen, fährt auf vorgegebener Spur. Er ist gemacht von Autokraten, er liebt die Diktatur. Er ist der Niederste der Knechte, dem weder Freund noch Feind. Er spürt nur noch Befriedigung, wenn er eine Meldung schreibt. Voller Überzeugung, er macht nie etwas verkehrt. Er ist innerlich verfault, auch wenn er selber gar nicht fährt. Er steht hinter dir und vor dir, du kannst ihn trotzdem nicht sehen. Doch wenn du ihn erkennst, ist du die Fratze vom System. Wir denunzieren, wir denunzieren, wir denunzieren, wir denunzieren. Überall lauert der Staatsfeind, das hat man ihm nahegelegt. Ist traurig gegen jeden, geht er einsam seinen Weg. Reichsbürger, Nazi, Verfassungsfeind, die Vokabeln kennt er schon. Dabei ist er der Übeltäter und auf verlorener Mission. Wir denunzieren, wir denunzieren, wir denunzieren, wir denunzieren, wir denunzieren. Yeah.